So, also die dramatische Rettung, die Relegation, wir erinnern uns noch alle. Der HSV schafft es zum zweiten Mal hauchdünn in der Liga zu bleiben. Es sollte alles besser werden in dieser neuen Saison. Aber was war das für eine Woche? Eine Peinlichkeit nach der anderen. Wir fassen noch mal alles zusammen, aber bitte richtig interpretieren, alles mit einem Augenzwinkern. Kennen Sie Jurassic World? Blutrünstige Saurier, alles Kindergeburtstag. Aber beim Liga-Dino, da geht's zur Sache. Knallharte Action und Comedy. Der HSV bietet alles. Herrlich. Zur Erinnerung, vor 3 Monaten hätte der KSC dem Liga-Urgestein fast schon den Hals umgedreht. Ritter Bruno von der schönen Gestalt allein hat den Dino heldenhaft vor dem Aussterben bewahrt. Aber das Image wird immer schlechter und da muss man sich überlegen, was man da macht. Ritter Bruno hier in Aktion hat alles getan, um den maroden Dino wieder zu einer reißenden Bestie zu machen. Carl Zeiss Jena sollte das erste Opfer werden. Opfer! Wir haben sehr, sehr gut trainiert. Ah ja, natürlich, hundertprozentig. Nur Jena hat offensichtlich noch besser trainiert. Wir wollen und werden uns auch nicht von einem Spiel aus der Ruhe bringen lassen. Mittlerweile sind es schon 2. Nach dem Pokal aus die große Leistungssteigerung beim 0:5 in München. Gut, dass Manager Knebel selbstlos die Mannschaft aus der Schusslinie nimmt. Die Rucksackaffäre. Sie wissen schon, wichtige Unterlagen auf der grünen Wiese, verstreute Gehaltszahlungen. Ein genialer Schachzug. Die Rucksackaffäre beschäftigt ganz Fußball-Deutschland und die Frage, wie kam die HSV-Gehaltsliste in diesen Park? Weiß ja keiner richtig, wie das so gelaufen ist mit dem Rucksack. Wer weiß das? Wie der Fahrer war versehentlich irgendwo und hat ihn irgendwo anders vergessen. Wer weiß das? Was ist wirklich im Park geschehen? Wurde Peter Knebel das Opfer raffinierter Trickbetrüger? XY-Doppelpass klärt auf! Tatort Hamburg. Der 48-jährige Peter K. hat sich noch ein bisschen Arbeit für zu Hause mitgenommen. Der Angestellte lebt nur für seinen Beruf und für seinen Arbeitgeber. Peter arbeitet hier 24 Stunden am Tag rund um die Uhr. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Plötzlich fragt eine junge Frau den hilfsbereiten Angestellten nach dem Weg. Peter K. lässt sich eine Sekunde ablenken. Genug Zeit für die Komplizen der Frau, unbemerkt zuzuschlagen. Leider kein Einzelfall. Zum materiellen Verlust kommt später noch die menschliche Enttäuschung. Denn auch die junge Frau ist plötzlich weg. Menschlich ist das sicherlich für mich der schwierigste Moment gewesen. Tja, wer den Schaden hatte, Sie wissen schon. Mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge zur Schadensbegrenzung. Rucksäcke mit GPS, Modell Peterle, alle wollen helfen. Für mich wäre das alles lächerlich langsam, also was hier abgeht. Sagen wir so, Ritter Bruno hat noch viel Arbeit mit dem Liga-Dino. Und ehrlich, so spannend sind die HSV-Unterlagen jetzt auch wieder nicht gewesen. Bleibt die Frage, ist Manager Knebel noch tragbar? Den erträgt der Dino locker. Aber um schlechte Presse zu vermeiden, sollte der HSV jetzt einfach mal aus der Tiefe des Raumes zuschlagen.